Ja, was für ein Sound sollten wir sonst machen an einem Montag? Es ist Montag. Ja, herzlich willkommen in der Flussfeste, was immerhin besser ist als fester Fluss, festen Fluss, Festfluss. Ja, weil feste Flüsse bringt nicht so viel, die fließen ja nicht. Nee. Ja, was für eine Überleitung, oder? Hier coolt was. Ist es Helmut? Nein, Entschuldigung. Ja, ich komme direkt aus der letzten Woche, in der ich so viel gearbeitet habe. Deswegen wundert euch nicht, wenn meine Sprüche noch blöder sind als ohnehin schon. Ich muss mich hier erstmal wieder orientieren. Orientieren, ja. Es ist Dienstag, ich habe Urlaub. Ja, aber nur eine Woche. Nur 4 Tage, weil mein richtig großer Urlaub kommt ja noch. Und da ich die Woche mit Boden verlegen und renovieren beschäftigt sein werde, haben wir hier etwas übersehen. Das sind sicher nur so Überbleibsel, die wir nicht haben wollen, oder? Kann das sein? Ja. Ich brauche schon zerstörte Gegenstände. Diesen zerstörten Gegenstand muss ich unbedingt haben. Ja, ich möchte ihn. Und so. Haben wir jetzt überhaupt gar keine Feinde mehr hier? Haben wir etwa wirklich schon alles aufgeräumt? Impossible. Das heißt, wir können hier wirklich wieder runter. Mhm. Wie sie schön alle in einer Reihe laufen. Ja, herrlich. Und der Zwerg ist wirklich sportlich. Guck mal, wie er mit uns mithalten kann, ja. Sportlicher als der Paladin, der hinter uns hergurkt. Und mit diesen sportwissenschaftlichen Feststellungen. Sehr wissenschaftlicher, ja. Gehen wir mal weiter. Hier ist mal wieder ein Oger. Oger und Goblins, ja. Die rotten sich irgendwie immer zusammen. Frechheit. Diese Feinde können uns nicht lange trotzen. Ja. Und wie Nico und Terra beide schrieben, ich könnte mich auch mal mit Meta-Talenten auseinandersetzen. Auflösung und hier. Wie heißt das nochmal? Nee, Auftrennung. Nee, Auflösung. Und Isaacs mächtiger Geschosshagel in Kombination mit Zaubereffekte maximieren. Beste Kombination ever. Habe ich mir sagen lassen. Ach nee, Kelga ist schon wieder verwirrt. Der Zwerg, der lässt sich einfach viel zu leicht durcheinander bringen. Aua! Und Chandra auch. Die Dumpfbacken vom Dienst. Ach, Krottenschrat-Schamane. Ich habe vergessen, die Krottenschrate machen das auch immer sehr gerne. Leute verwirren. Gut, zum Glück halten die Zauber nicht so lange an. Dafür die Feinde umso mehr. Oh, oh, oh. Ach, das war das Erdbeben. Holy shit. Ja, 3 auf 4 und 5. 6, 7. Einer ist nur übrig geblieben. Ja, Dichten für Anfänger. Holt den Klempner, eine Dichtung ist kaputt. Ja, mit solchen Wortwitzen müsst ihr jetzt leben. Für mich ist quasi in meinem Kopf Freitag. Oder besser gesagt, fortgeschrittener Wortwitztag, also Samstag, ist für mich in meinem Schädel, in meinem malträtierten, psychisch stark beanspruchten Körperteil, in dem allgemein das Gehirn ruhen sollte, aber hey, wo ist mein Packesel? Wow, was machst du denn, Kasavir? Ich habe eine Adamantit-Axt. Wir laufen an zahlreichen Türen vorbei. Kann das sein? Ach, unsere Gefährten machen sich schon wieder selbstständig. Wenn ihr sterbt nachher, ja, dann beschuldigt nicht mich. Bitte. Ich schlage nach dem Oberhäuptling, werde verfolgt und renne mutig weg. Ein Meisterschild. Besser als ein Meisterdieb? Ein Meisterdieb-Hobbit. Die Frage ist, kann ich das tragen? Also ich denke, wir brauchen es für oben, für den Sarkophag. Sarkophag. Oh, mehrere Truhen. An sich fand ich das Rätsel sehr schön. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht
Ist das ein. Ich meine, es ist auch ein Dungeon. Aber er ist schöner ausgedacht oder ausgetariert als das mit den Geistern und den Lichtern. Das war schon ein bisschen nervig. Also ich meine, man kann nicht jedes Rätsel super finden. Was? Wir haben diesen Zauber schon? Okay. Shuriken, die brauchen wir nicht. Dieser große Schild gehörte einst dem Herrn der Flussfeste. Okay, gibt Rüstungsklasse plus 2. Wir können ihn aber nicht tragen. Außerdem ist er ja notwendig, glaube ich, für das Rätsel. Was? Die Tür hat eine Falle? Wie sind wir daran vorbeigekommen, ohne sie auszulösen, frage ich mich. Vielleicht hat der Ogre sie ja geöffnet. Dann versuchen wir mal, Falle einzusetzen. Ja, es ist eine kluge Idee, um denjenigen, der eine Falle entschärfen oder einsammeln will, herumzustehen. Das könnte fast von unserer Rollenspielparty kommen. Also nicht von der, die wir jetzt hier wirklich spielen, sondern von irgendwelchen speziellen Menschen, mit denen ich einst spielte, damals, als ich noch jung und knackig ist das einzige Wort, das mir gerade einfällt, das aber überhaupt nicht passt. Ich war noch nie knackig oder eine Karotte. What? Ach, Rippenbrecher. Ach ja, an den erinnere ich mich noch. Ja. Einer der Charaktere, an die man sich erinnern kann. Oh, können wir noch ein bisschen... Schade. Ich krieg kein schönes Thumbnail hin, so. Rippenbrecher. Das ist der Blickwinkel aus dem Rippenbrecher und sieht eine gewaltige Axt. Ha! Frei! Endlich frei! Jetzt wird gekämpft! Wer seid ihr? Ich bin Rippenbrecher. Ich breche Rippen. Nein! Menschenrippen, Orkrippen, Elfenrippen, manchmal sogar Pixie-Rippen. Wow, der muss eine sehr große Feinmotorik haben. Aber diese Goblins haben mich gepackt, bevor ich ihre Rippen brechen konnte. Den zeig ich's. Oh je, ich werde euch nicht aufhalten. Viel Spaß. Also, ja. EP gewährt, weil wir Rippenbrecher. Na, das ist mal ein Krieger mit klaren Prioritäten. Ja. Kelga ist eher so Universalist und er ist halt spezialisiert auf Rippen. Tschüss, Rippenbrecher. Warte, stopp, wir wollen dich noch angucken. Mal sehen, was das Spiel für Beschreibungen... unverletzt und freundlich. Das sehen wir, weil wir ihm auf den Rücken starren. Dieser zerzauste, fröhlich aussehende Mann hat ein irres Flackern im Blick. Er schaut sich die ganze Zeit um und ballt seine Fäuste. Ja, er ist ein bisschen aggro. Ja, guck mal, wir öffnen dir die Tür. Hallo, wolltest du nicht Rippen brechen? Stattdessen öffnest du hier, klopfst du an und überlässt uns unseren Feinden. Das ist ja nicht so nett. Was haben wir denn hier? Plündermagie. Improvisierter, hinterhältiger Angriff. Ich wär's denn mal mit dem da. Oh, verfehlt. Oh, ich sterbe. Klerikerin. Help me. Please. Schnellzaubermenü. Das sind nicht wir, mein Schatz. Ja, das sind die Worte. Nein, wir wollen nicht Rippenbrecher heilen. Wir wollen bitte den Hauptcharakter heilen. If possible. Okay, doch nicht. Dann mach hier mal Auferstehung. Oh, ich liebe diesen Zauber. Wow. Ja. Was wollte ich sagen? Das war fehlgeschlagen. Also die Zauber sind jetzt mäßig, ja. Also. Ach, wir sehen da doch nicht wieder rein. Also wir müssen uns hier hinstellen. Oh, kritische Wunden heilen. Sehr schön. What's up? Diese Feinde können uns nicht mehr. Da hinten steht irgendeiner rum, um den wir uns kümmern sollten. Das kannst du mal machen. Von irgendwoher kommen dauernd Zauber angeschwirrt. Die Frage ist, von woher? Ach, wahrscheinlich von... Okay.
Ist Rippenbrecher eigentlich noch am Leben? Ja, der steht da herum. Ist sogar nur leicht verwundet. Okay, vielleicht sollten wir uns mal um den Zwerg kümmern. Wir haben hier massenschwere Wunden heilen. Oh, nee, das ist, glaube ich, nicht gut. Dann, wir sind ja nicht auf dem Friedhof. Heilung für den Zwerg. Für den Zwerg, habe ich gesagt. Weg damit. So. Er ist benommen. You don't say. So, Rippenbrecher, alles klar bei dir? Ach, er will noch hier die Tür einschlagen. Du weißt schon, dass man auch normal durch Türen gehen kann und dass diese Tür nicht verschlossen war. Jetzt macht er gleich mal weiter. Hallo, lass doch mal die Sachen in Ruhe. Ah. Gut, wir haben einen Irren freigelassen, auch gut. Schön, jetzt ist er in Rage und macht immer weiter. Währenddessen sammeln wir hier mal ein bisschen Geld ein, ne? Er macht die grobe Arbeit, wir machen die Feinarbeit. Eissturm. Ich frage mich, ob er dann halt auch irgendwann damit aufhören kann. Oh, da liegt noch einer. Und da hinten auch. Warum sind die immer noch rot? Ich meine, die sind feindlich, aber tot und machen die ja nichts mehr. Das ist übrigens keine Problemlösungstaktik, ja? Also, selber schuld. Du hättest auch mich die Kiste öffnen lassen können. Danke, dass du die Falle für uns ausgeschaltet hast. In deiner eigenen Art und Weise. Nee, Wurf, beide kommen. Das wollen wir nicht. Er kann nicht mehr mit uns sprechen. Gut, dann nicht. Wir nutzen die Gelegenheit, um zu rasten und dann noch weiterzuziehen. Speichere ich nochmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird. Hoffe ich jedenfalls. Sonst haben wir ein Problem. Da muss ich da wieder hinspielen. Oh. Ach ja, ach, da war was. Ja, okay. Die Stelle mag ich nicht, glaube ich. Wir kümmern uns mal um die Tür, falls dies möglich sein sollte. Erfolg. Oh. Genau, wir können nämlich mit denen reden, glaube ich. Gelu suchen euch, er sagen, möchte reden. Okay. Ach ja, da war was. Okay, wir gehen jetzt mal zu Gelul, der ist da vorne irgendwie. Blix verletzt. Oha. Ihr seid mehr als ein Dutzend Leute und wisst nicht, wie man den Zauber überwinden kann. Der Zauber ist geschwächt, aber immer noch mächtig. Wenn wir noch 7, vielleicht 8 Mann opfern, müsste der Zauber kippen. Unter normalen Umständen würde ich solche schrecklichen Opfer fordern. Aber noch nachdem Utang und seine dämlichen Orks in der Nähe lauern. Gibt uns mehr Zeit, Gelu. Habe ich denn eine andere Wahl? Schnelligkeit erfordert Kompetenz und das fehlt dir zur Gänze. Geh mir aus den Augen. Wow, er benutzt Wörter wie Kompetenz. Ein kompetenter Sprachakrobat also. Na, dann werden wir doch mal gucken. Ah, der Grund für das Durcheinander gibt sich die Ehre. Ich vermute, das bedeutet, dass meine Armee ein wenig gelitten hat. Egal. Wenn ihr hier seid, um diese Feste zu nehmen, habt ihr deren Meister gefunden. Ich bin Gelu. Ich bin Sphinx Alennen. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt? Grüßt meine Axt! Oh, Einflussverlust. Oh, ich wollte doch gerade bei Kelga keine Einflussverlust haben. Ich grüße euch. Was führt euch hierher? Ich suche eine Statue der Läuterung. Dann haben wir beide dasselbe Ziel. Kennt ihr ihren Zweck? Sie spendet einen Segen für den Kampf gegen den Wächter des alten Illefan nötig ist. Das ist alles? Ich habe meine Zeit verschwendet, weil ich etwas anderes erwartet hatte. Ihre Bedeutung wird in mehreren Manuskripten der Elfen erwähnt, aber nirgends ist ihre Funktion beschrieben. Was hält euch davon ab?
die zur Statue zu gelangen. Auf der Tür lastet ein Fluch, der alle Goblins, die versuchen, sie zu öffnen, getötet hat. Oh. Die armen Goblins, naja. Aber er inzwischen ist er geschwächt. Tutentun. Noch etwa ein Dutzend Goblins und er löst sich in Wohlgefallen auf. Ah. Ich bin wegen der Statue hier, versucht nicht mich aufzuhalten. Oh, ja, sehr schön. Ja, das war die diplomatisch natürlich falsche Antwort, die aber Kelga besser gefallen wird. So, wir werden den Kampf erledigen, hoffe ich. Und dann werden wir Eteritenschwarm. Und dann werden wir, was wollte ich sagen, werden wir speichern, falls wir diesen Kampf überleben. Na. Oha. Ja, das haut rein, würde ich sagen. Jetzt haben wir gleich zwei Zauber nicht mehr. Okay. Gut oder auch nicht. Stimmt, der Geschosshagel ist irgendwie weg. Was soll das denn? Ich meine, der Dings ist weg. So, das gleiche nochmal. Oha. Oha, oha. Das haut rein. Dem Tode nahe. So, da können wir gleich nochmal das da hinterher schmeißen. Ein wahres Feuerwerk. Und die beiden, was machen die? Die starren sich an. Er tritt ihr ans Knie und sie macht irgendwelche Zauber, die ihm nichts ausmachen. Ja, das ist sinnvoll. So, der Ogre, der ist tot. Okay. Okay, ich sag gar nichts mehr. Der hat sich gleich mal aufgelöst. Gelul, schwer verwundet. Vielleicht sollte ich ihn mal direkt angreifen. Das ist Energieverlust. Wie gelähmt. Oha. Oh, Chandra ist tot. Wir sollten uns wirklich mal um Gelul kümmern. Und du könntest mal... Entschuldigung, beleidige mich bitte nicht. Du kannst erstmal versuchen, ihn da zu retten und sie dann wieder zu beleben. Also nochmal. Ihn retten. In dieser Reihenfolge. Also nochmal, ja, ihn retten. Nein, falscher Zauber. Verdammt, ich bin doof. So, was tust du, Spiel? Ihn retten. Sie wiederbeleben. Was ist daran so schwer? Sind das böse Schweinchen? Ja, das sind böse Schweine. Okay. Oh, so. Und ihn dann retten danach, wenn es geht. So, wir stehen hier eigentlich ganz gut. Gelul ist schon dem Tode nahe. Gut, sie ist jetzt zwar gerettet, aber... Achso, er ist doch... Gut, aber ich denke, das sollte jetzt alles gar kein Problem mehr sein. Räuchern wir sie halt aus. Piu, vielleicht ein bisschen übertrieben. Mal gucken, was die Leute hier so haben. Beile. Toll. Ich denke, wir hätten sowieso irgendwas von Gelul gebraucht. Aber der Einflussgewinn, Einflussverlust für Kelga, der ärgert mich jetzt gerade. Ich fürchte, diese Last ist zu viel. Ja, schließen wir das jetzt noch ab. Ja, ich denke doch. Das ist doch ein schöner Wochenstart. Ein bisschen Überlänge. Ich habe zwar immer gesagt, ich mache keine Überlänge mehr, weil ich nicht so viel Zeit habe. Aber ich habe ja Urlaub. Und das ist die Folge für Montag. Die möchte ich halt schon mal unter Dach und Fach haben. Verdammt, was ist jetzt? Und dann... Oh, eine große Sirvi. Sirvi, oder wie sie auch heißt. Wie groß ist das hier eigentlich? Ja, geht so, ne? Nach oben und zum oberen Stockwerk. Okay, es hält sich hier alles in Grenzen. Was ist das? Ein Rüstungsständer. Wir nehmen erstmal alles mit und zerteilen es dann. Ach, hier ist die verzierte Tür, die uns wahrscheinlich Schaden verursachen wird, wenn wir die Sachen nicht alle zurückgeben.
Also ich glaube, also das war so, dass man die dann in den Sarkophag legen musste. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Dinge, die wir auch anderen Leuten mal andrehen können. Das Langschwert plus 1 brauchen wir zum Beispiel überhaupt nicht. Mächtiger Schutzumhang gegen Gutes. Wäre vielleicht was für Käse, wie heißt der nochmal? Wäre vielleicht etwas für Bishop. Wir haben schwarze Tentakeln. Die möchte ich gar nicht haben. Mächtige Steinhaut haben wir jetzt auch. Und Dinge, die nur Siervi benutzen kann. So, was wollte ich sagen? Da, Auferstehung zum Beispiel. Was ist das? Sense des Todes? Königssense. Ach, das ist eine Waffe. Solange ich überbelaste. Ja. Kannst du die benutzen? Ach, schade. Ich hätte irgendwie gerne, dass sie mit einer Sense rumläuft. Ich weiß auch nicht warum. Lorns Krummschwert. Wieso hast du Lorns Krummschwert? Nur benutzbar von Böse. Wieso hast du das? Das ist komisch. Ich bitte euch, mir sofort zu folgen. Ne. Ist nicht. Was haben wir hier? Kältekegel, Schwachsinn. Ja, Schwachsinn kann ich. Damit bin ich irgendwie ständig belegt. Eisengolem-Fragment. Segen, Feueropal. Also wir haben jetzt Edelsteinschwert und ein Meisterschild. Aber dieses Zepter, irgendwo lag doch noch ein Zepter rum, oder? Gemeinsam mit der Prismenklinge, die zwar vollständig zerbrochen, bla bla bla, magische Gestalt, bla bla. Okay, das war doch nicht das, was ich meinte. Oh, Elektrizität. Hat denn hier jemand? Nee, hat niemand. Und hier haben wir Elfenkettenpanzer. Den könnten wir sogar benutzen. Ist der denn besser als unsere Ausrüstung des Arkanbetrügers? Oh, hohoho, auf jeden Fall. Wow, 25. Okay, sehr schön. Das wollen wir doch haben. Du kannst mal das tragen und dann sind wir auch schon zack nicht mehr überlastet. Das geht schnell. Okay, 25 Rüstungsklasse. Sehr schön. Ah, haben wir hier was übersehen? Nein, noch nicht. Oder ist das nur der Schild, den wir einsetzen müssen? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich erfahren, würde ich sagen. Ach, Siervi ist immer noch überlastet. Dann. Ja. Wir haben noch so schöne viele Packesel. Guck mal, Kelga kann hier die in der Tat. Dings da benutzen. Hier sind auch wieder Goblins drin, oder? Ja, warum sind die nicht rausgekommen? Misserfolg? Hallo? Ach, wir haben nur 30? Oder ich habe schlecht gewürfelt. Erfolg. Ach so, gut. Was ist denn hier drin? Was ist hier los? Und die Tür öffnete sich mit einem verdächtigen Quietschen. Ein Regal. Dem Regal ist das egal. Wow. Heilertasche plus 6. Das ist natürlich ganz nett. So. Ja, Räume looten. Total spannend. Also jedenfalls für mich. Ich stelle mir vor, beim hier zugucken ist es eher ein bisschen langsam. Die Türen gehen so ein bisschen komisch auf. So. Wow, ist hier tatsächlich nichts? Das ist ja doof. Ach, eine Kiste. 16 Goldmünzen. Dafür haben sich die Schlösser öffnen Skills doch wirklich gelohnt. Und hier, Waffenständer. Ja. Woher weißt du? Ach, ich weiß auch nicht. Ulas Herz, da kann man sich ja was lesen. Und mehrere Regale und Kisten. Das Buch der Banne. Mhm. Bentigen. Nein. Da steht sicher wichtiges Zeug drin. Gepäck. Ulas Herz haben wir, ja? Das ist das eiserner Körper. Muhahaha. Meisterzepter, mein Schatz. Ach ja, sind es vielleicht nur zwei Sachen, die wir haben?
Ogerschädel. Da können wir sicher bei den Orks trumpfen. Was macht denn das Meisterzepter? Ach, das ist ein Streitkolben. Das wäre was für Sieri. Finde ich schon lustig, dass die so ähnlich heißen. Ja, wieder mal die Gelegenheit genutzt, um etwas zu trinken. Ich hätte das ja auch mal in einem Dialog machen können. Das wäre natürlich viel besser. Und ich glaube, wenn wir den anderen Ausgang genommen hätten, hätten wir jetzt nicht so weit laufen müssen. Aber nein, Frau Swings ist ja viel zu doof, um über solch eine Gelegenheit nachzudenken. Wahrscheinlich wären wir dann schon bis nach ganz, ganz oben gekommen, ohne über das zweite Stockwerk zu gehen. Ich glaube, da war was, ja. Dann hat man an den super tollen Geheimweg gedacht. Also die Abkürzung. Da hat man nämlich immer mitgedacht. So, zu den Ruinen. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie lang gehen. Was wahrscheinlich falsch ist gerade. Aber hier sind, glaube ich, überall Türen. Und zugemüllte Räume. Ja, hier ist eine Tür. Das ist schön. Dann kommen wir nach da. Und von dort kommen wir nach hier und dann kommen wir nach da hinten. Ja, und da hinten wollen wir nämlich hin. Wow, wie ich mich hier zurechtfinde. So, Dille. Hier ruht Jemel, Herr der Flussfeste, bis zum Ende. Ich dachte... Oh, yeah. Bis zum Ende zersplitterte wieder ihre Klinge. Noch ihr Schild, möge niemand ihr Zepter an sich nehmen, der ihres Ruhmes nicht würdig ist. Ich würde hier gerne Dinge hinmachen, reinlegen. Mäh. Jetzt müssen wir wieder nach unten laufen. Ich erspare euch das mal. Wir sehen uns wieder an der Tür. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Hätte man ja gleich mal machen können. Aber hey, wir kriegen einen Dialog, oder? Nein. Oder doch? Oder kommt der Dialog erst, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen? Oder sterben wir jetzt? Nein, gut. Nur der Meister der Feste darf passieren. Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir es anlegen. Eevee-Inventar. Und deswegen kann es wahrscheinlich auch jeder benutzen. Wo ist es denn jetzt? Hier. Wir haben zwei Sachen. Vielleicht geht das auch. Na, geht das? Geht das? Geht das? Meisterzepter. Nein. Verdammt. Ist ein bestimmter Schlüssel erforderlich. Jetzt sag mir nicht, dass wir mit dem Meisterzepter ausgerüstet vor der Statue stehen müssen. Das fände ich ein bisschen blöd. Ach, Leute. Das ist doof, wenn man die Rätsel nicht weiß. Dann muss das hier rein. Und gewährt einem vielleicht das Talent, mit Schilden umzugehen. Nee. Oder kriegt das jetzt jemand anders und muss das Ding ansprechen? Ich versuche das nochmal. Vielleicht wirkt das ja nur, wenn ich das in der Hand halte. Oh. Nee. Oder wir versuchen mal, die Tür zu öffnen. Aha, weg von der Tür, das ist ein... Was? Achso. Weg von der Tür, das ist eine Falle. Okay, gut. Von der Tür zurücktreten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich möchte das aber auf die elegante Weise lösen, die man eben kennt. Aber wir haben jetzt doch die Abkürzung. Ja, wir sehen uns gleich wieder oben. So, jetzt sind wir in einem Raum angekommen, den wir noch nicht geöffnet hatten. Interessant. Okay, jetzt ist offen. Und wieso ist hier zu? Jetzt haben wir den Kolben, ne? Ja. Gut, aber irgendwas fehlt hier noch. Bis zum Ende zersplitterte wieder ihr
Ihre Klinge noch ihr Schild. Möge niemand ihr Zepter an sich nehmen, der ihres Ruhmes nicht würdig ist. Das heißt, uns fehlt noch die Meisterklinge, oder was? Da fehlt also noch was. Aber was? So, das heißt, irgendwas haben wir noch nicht im Inventar oder müssen halt wirklich... Falle ausgelöst, okay. Keiner hat was gemerkt. Hier sind noch Türen, die wir nicht geöffnet haben. Stimmt das? Oh. Oho. Okay. Hallo. Ah, ihr müsst jener sein, der Gelu getötet hat. Ja, bin ich. Und wer seid ihr? Ich bin Ralidor, der neue Herr der Flussfeste. Aus dem Grab des Herrn der Feste wurden drei Artefakte gestohlen. Wisst ihr, wo sie sind? Ah ja, das Grab, das Zepter am Gelu. Er meinte, das wäre sein Recht als Anführer. Den Schild gab er dem Häuptling der Urge und ich nahm das Schwert. Ich brauche dieses Schwert. Ich auch. Gelu war ein Klacks für mich. Meint ihr, ihr hättet eine größere Chance? Dann nehmt das Schwert eben. Gut. Jetzt aber. Meisterklinge, Meister, Meister. Ich wusste doch, dass da was fehlt. Ja, und dafür sind wir die ganze Zeit rumgerannt. Aber so ist das eben, wenn man sich auf sein Gedächtnis verlässt. Aber ich glaube, beim ersten Mal war das auch nicht anders. So, jetzt aber. Schneller, schneller. Zum Glück ist das nicht so weit weg. Ja. Okay, jetzt haben wir alles. Jetzt, gut, dann laufen wir halt wieder runter. Aber das dauert jetzt ja nicht so lang. Es sei denn, wir sind halt überladen. Was geben wir denn ab? Irgendwas können wir sicher noch abgeben. Nein. Meisterklinge. Und das Zepter und überhaupt die Köpfe kann mal Kälge haben hier. Die müssten eigentlich einiges wiegen. Aber offensichtlich nicht so viel, dass es sich lohnt. Das ist ja doof. Na, okay. Das kriegen wir auch noch hingeschlichen. Haben wir denn niemanden, der hier irgendwie Bärenstärke oder sowas zaubern kann? Hallo, wieso läufst du zurück, du dumme Nuss? So, jetzt müsste das aber bitte schön klappen. Bitte, bitte, bitte. Ich erspare euch nochmal kurz den Weg. Oh, das Spiel hat mich freundlicherweise ein bisschen teleportiert, rumgeklitscht, was auch immer. Jetzt haben wir alle drei Meisterdinge zusammen. Ah, ihr spürt eine seltsame Aura, die von dieser Tür ausgeht. Nur der Meister der Feste darf passieren. Ja, ihr seht wieder Schlüssel... Schloss, noch ein Schlüsselloch. Diesen ganzen Dialog hatten wir davor nicht. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir alles richtig haben. Nach langer Zeit kehrte Meister zurück, Gollum. Sehr schön. Wir schleichen hinein und haben hier die Statue der Läuterung. Yay! Was für ein erfolgreicher Montag mit vielen Schnitten. Vor langer Zeit wurde der Wächter erschaffen, um Illefarn zu beschützen. Wenn die Zeit gekommen ist, unser mächtiges Werkzeug zu entkörpern, seid ihr das Instrument seiner Vernichtung. Empfangt diesen Segen des Schutzes. Möge er euch vor den Mächten der Dunkelheit bewahren. Der dritte Teil des Rituals ist vollzogen. Alle Teile des Rituals bereiten euch auf das vor, was kommen wird. Unser Feind hat viele Formen. Doch alle sind Finsternis. Wenn ihr euch mit der Macht umgebt, die ihr durch dieses Ritual erfahrt, könnt ihr euch seinem Griff entziehen. Tragt diesen Schild an all den dunklen Orten, die wir durchschreiten. Yay! Ritual der Reinigung. Ihr habt die Spezialfähigkeit glänzender Schild erhalten, die Gruppe vor großer Kälte und negativen Energieschaden schützt. Diese Fähigkeit ist über das Klappmenü bla bla bla, das kennen wir ja schon. Sehr gut. So, wir haben ja diese Meistersachen bekommen. Vielleicht kann Kaisevier was damit anfangen. Das Meisterzepter kriegt sie.
Okay, wir ziehen es erstmal aus. Ist ja gut, ist ja gut. So, das Meisterzepter kriegt sie. Den Schild bekommt Kesevier. Die Eisklinge möchte ich gerne wieder haben. Und was haben wir hier? Raufboldgürtel. Mhm. Wucht. Achso. So gut ist das auch nicht. Wo ist denn die Meisterklinge? Oder wurde die abgegeben? Meisterklinge, wo bist du? Hallo? Meisterklinge? Da. Ja. Guck mal, er kann alles benutzen. Er kann auch das Edelsteinschwert benutzen. Oh. Hier, Elektrizität. 1W6. Aber das macht halt 1W12 Schaden schon. Und Verbesserungsbonus gegen Orks. Hm. Resläuterung. Aber Meisterklinge klingt auch gut. Allerdings gehört sie halt nur dem Meister der Flussfeste. Deswegen ist das jetzt nicht so schön. Euch mir sofort zu folgen. Andererseits könnte... Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Könnte er dann halt auch den Schild tragen. Die Frage ist, ob das was bringt. Nein, tut es nicht. Dann ist das auch egal. Edelsteinschwert. Das ist ein Zweihänder. 2W6. Ja, das ist ganz schön. Verbesserungsbonus plus 3 generell. Dann bekommst du jetzt das Edelsteinschwert. Kannst du immer noch das? Nein, doch nicht. Er könnte vielleicht Affengriff erlernen. Dann könnte er... War das nicht der mit dem... Dass man dann zweihändig und so? Naja. Gut, das wäre es dann auch schon, in Anführungszeichen. Wir haben ein bisschen Überlänge produziert wahrscheinlich. Und sind hier endlich weitergekommen. Und Kesevier bekommt als nächstes Talent. Ich denke daran, ihm dieses Talent zu geben. Dann kann er nämlich ein Schild benutzen. Und diesen Zweihänder. Das wäre ziemlich cool. Ja. Gut, das wär's dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Und, ja. Für mich ist dieser Montag, naja, es ist der Montag nach dem Urlaub. Aber der nächste Urlaub kommt bestimmt. Hahaha. Ich wünsche euch was. Genießt die Woche. Entspannt ein wenig. Bis bald.